Das beinahe noch neue Wiener Freilufttheater im Park am Belvedere lockte am Wochenende mit Star-Tenor Jonas Kaufmann die erlaubten 1250 Besucher und Besucherinnen an. Was Jonas Kaufmann kann, ist noch viel, viel virtuoser als was wir können, weil ich kann nicht singen, ich kann gerade noch eine Figur spielen, aber eine Figur spielen und dabei so schwierige Sachen zu singen, da hat er wirklich meine Hochachtung. Im Prater blühen wieder die Bäume. Begleitet wurde Jonas Kaufmann bei diesem Konzert von seinem Entdecker und Lehrer Helmut Deutsch. Alles das Wienerische ist ja etwas, was wir zusammen noch nie gemacht haben. Insofern ist das besonders schön, das mit ihm als Wiener musizieren zu dürfen. Wir sind wirklich Freunde. Die Umstellung vom Lehrer-Schüler-Studentenverhältnis zum Partner ist ja oft nicht ganz einfach, weil die sich eine Zeit lang nicht trauen und dann werden sie auch übermütig und stampfen den Lehrer ein. Und der Lehrer gibt noch immer Anweisungen. Eure Herr Kanzleirat. Er hat gesagt, bitte tu mir einen Gefallen. Das ist ein solches 16er Trambahner Wienerisch, was du da gibst. Also sei so nett, ein bisschen weniger reicht auch. Seine Großeltern waren am Achensee und haben immer österreichischen Rundfunk gehört und er hat alle diese Leute von damals, so in der Richtung eher Peter Alexander, sagen wir, Gualdinger, Georg Kreisler und so als Bub schon gekannt und wahnsinnig gemocht. Peter Alexander ist ein großartiger Künstler gewesen, ein fantastischer Sänger, das muss man mal ganz klar sagen. Ich meine, man muss nicht mit allem einverstanden sein, was er über die Jahre gemacht hat, aber da kann man sich schon die eine oder andere Scheibe abschneiden, keine Frage.